Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Skate Uncut Vlog. Es ist lange her, dass ich zum letzten Mal wirklich einen Vlog gemacht habe. Und das merkt man auch. Allein schon beim Aufbau habe ich gerade eine halbe Stunde gebraucht, weil es ist so ein Kackwetter da draußen. Hey, ich mit der Ausleuchtung, das geht nun mal nicht. Aber es ist egal, ich wünsche euch einen schönen Abend. Das wird wahrscheinlich abends hier hochgeladen werden. Zu der Serie, wo ich mich am meisten verplappern kann. Denn das hier sind Vlogs, in denen nicht geschnitten wird. Ich habe hier wieder wunderbar einen weißen Zettel, den man natürlich nicht erkennt. Auf dem ich wunderbar ein paar Themen aufgeschrieben habe. Und die seht ihr auch schon alle im Titel. Deswegen würde ich sagen, geht's direkt los. Naja, also schneiden kann ich hier nicht, also werde ich wohl einfach so anfangen müssen, hier zu erzählen. Ich hoffe wirklich, dass jetzt mal alles passt. Ich gucke, dass ich im Bild drin bin und... Okay, wird schon passen. Nummer 1, Minecraft Mini Tutorials. Wow, da arbeite ich jetzt richtig lange schon drauf hin, dass endlich diese Tutorial-Serie starten kann. Ich möchte mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ein bisschen zurückgehen. Skate702, das ist ein YouTube-Kanal, den es jetzt seit circa... 4,5 Jahren gibt. Vor circa 3,5 Jahren bin ich hingegangen und habe meine ersten Videos, damals Audiosurf-Videos zu Songs, die ich cool finde, hochgeladen. Das findet ihr nun euch nebenbei auf meinem Kanal, weil das natürlich urheberrechtlich geschütztes Material ist, was ich so nicht verwenden darf. Einfach irgendwelche Songs zu surfen. Ich meine, wo sind wir hier? Das kann ich mir als Partner leider nicht leisten. Deswegen ist mein erstes Video, das ihr momentan noch sehen könnt, auch mein allererstes Let's Play. Vor 2 Jahren circa habe ich dann gesagt, Let's Play ist schön und gut, probierst du es mal mit Minecraft Tutorials. Und das habe ich dann auch gemacht und bin hingegangen und habe tutorialcraft.de veröffentlicht. Die Videos dort sind auch noch online, könnt ihr alles angucken, der Kanal existiert weiterhin. Aber nach circa 1-2 Monaten habe ich gemerkt, dass 10 Minuten Tutorials auf hohem Niveau eine Woche Vorbereitungszeit und ca. 10 bis 20 Stunden Produktionszeit benötigen. Und das war das aus. Das war dann einfach, nein, das konnte ich so nicht realisieren. Das war mir zu viel Arbeit und ich habe mir dann doch gesagt, du bist eigentlich doch der Let's Player, der Unterhalter. Du zockst lieber was mit den Leuten zusammen, anstatt dass du irgendwelche Tutorials machst. Und deswegen liegt tutorialcraft.de seit circa 1,5 Jahren auf Eis und dort passiert auch nichts mehr. Und ich kann auch so viel sagen, dort wird auch wahrscheinlich nichts mehr passieren. Aber die Idee in meinem Kopf hat weitergelebt. Tutorials machen, Videos auf professionellem Niveau machen, das war schon immer mein Ansporn. Und das mache ich ja auch noch nebenberuflich, neben YouTube. Also ich mache ja nicht nur für YouTube-Videos. Und ja, das waren dann die Minecraft-Mini-Tutorials. Ich habe mir dann von dem guten WaveArts, der ist auch in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse, verlinkt, ein bisschen helfen lassen beim Intro, dass ihr auch jedes Mal anders ist, wenn euch das auffällt und so weiter. Damit das alles passt, den Song habe ich natürlich auch selbst geschrieben dafür, das sind ja immer dieselben Songs und so weiter. Und ich bin mal gespannt, wo das Ganze hinführt. Momentan ist das noch so ein bisschen in einer, ja, sagen wir mal, Pilotphase. Ich möchte erstmal so 5 bis 10 Tutorials machen und dann gucken, wie sich das entwickelt. Weil diese Videos sind natürlich nicht für euch, meine Abonnenten oder meine Zuschauer jetzt, die dieses Video hier gucken, gedacht, sondern vor allem auch für Leute, gerade dieses Überleben-Tutorial. Ich weiß selber, dass die meisten von euch das, was dort aufgeführt wurde, natürlich aus dem Stegreif beherrschen. Aber es soll eben auch Leute geben, die fangen mit Minecraft neu an und die gibt es immer noch. Und für solche Leute sind dann eben auch die Tutorials. Was die Themen angeht, erstmal ein fettes Dankeschön. Das Feedback ist bombastisch. Ich habe schon so viele neue, geile Themen allein aus den Kommentaren rausholen können. Und ich habe auch noch selber einige Ideen. Also ich werde eigentlich das, was ich auf tutorialcraft.de an Themen immer machen wollte, aufgreifen und das in eine kompakte Version bringen und das in den Mini-Tutorials weiter ausleben. So kann man das wirklich sagen, denn Redstone-technisch, Pisten-technisch, Command-Block-technisch, da gibt es ganz, ganz vieles, was ich mir angeguckt habe, was ich so jetzt nicht mehr weiß, weil es zu lange her ist, aber was ich wieder erarbeiten kann und daraus hoffentlich professionelle Videos machen. Einen Kommentar habe ich auch gesehen, dieses Professionelle passt ja überhaupt nicht zu mir. Lieber Kommentarschreiber, eigentlich sind das die Videos, die ich mache und die Let's Plays mache ich nur nebenher. Das wollte ich mal an dieser Stelle gesagt haben. Wo wir es gerade von Projekten haben, Übergänge wie ein Floyd hier und dieser Scheinwerfer da unten, man sieht das richtig, wenn ich die Hand bewege, guck mal hier. Da sieht man richtig, der strahlt mir so hässlich ins Gesicht. Hey, da draußen ist dunkel, es ist mitten am Tag, wir haben jetzt 4 Uhr nachmittags.
Am Mittwoch übrigens, also das Video hier ist schon eine halbe Woche alt, deswegen sind vielleicht manche Informationen nicht mehr ganz aktuell. Und es ist dunkel wie sonst was. Wie willst du denn bitte da einen vernünftigen Vlog aufnehmen? Was geht denn da wieder ab, Junge? Kim Jong-Dena hier ist angesagt und so. Ich soll nicht so viel Scheiße labern, ich kann ja nicht schneiden. Kim Jong-Dena, Megaprojekt, ne? Das geht heute mit den Übergängen. Megaprojekt habe ich jetzt noch. Ich zeige euch das. Ha! Sieht man das? Sieht man nicht. Wieso sieht man das nicht? Hallo? Ach doch, man sieht's. Also, okay, ihr seht das nicht. Das ist meine Datei. Ich habe jetzt noch einige Parts aufgenommen. Aber ich kann euch schon mal eins sagen. Megaprojekt wird über kurz oder lang auch auf meinem Kanal zu Ende sein. Ich habe jetzt noch so ein paar Projektideen, so ein paar schöne Sachen, die man noch machen kann. Aber danach, ja, lasse ich es dann mal so langsam ausklingen. Weil auch ich bin jetzt schon viele, viele Monate drin. Und hey, es muss mal auch wieder neuen Wind, neue Projekte und alles reinkommen. Und deswegen auch dieses Video, weil ich da ein bisschen euch auf dem aktuellen Stand halten will. Was den aktuellen Stand angeht, verweise ich jetzt auch einfach mal noch auf Facebook und Twitter. Wer das noch nicht gesehen hat, neuerdings habe ich ja sogar Google Plus und da erst ein einziges Mal was gepostet. Scheiß Verein, aber ist halt so. Deswegen heiße ich übrigens auch momentan nur noch Skate702 auf meinem Kanal. Also der Link ist noch immer mit diesem Germany, da muss ich mal noch gucken, was ich da so mache. Vielleicht kriegt man das noch weg. Also man kriegt das weg, wenn man die richtigen Kontakte hat. Die habe ich leider nicht. Und ja, deswegen ist mein Name momentan ein bisschen gekürzt. Das ist auch gut so, weil dieses Germany, wer braucht das schon? Das habe ich noch nie gemocht. Megaprojekt wird also auch, mal wieder zurück zum Thema zu kommen, auch demnächst auslaufen. Ich denke, bis Anfang Dezember, Mitte Dezember bin ich auch dort fertig. Aber es gibt ja immer neue Projekte. The show must go on. Oder wie es der typische Deutsche sagen muss, the show must go on. Oder the Sau must go on. Ja, die Sau muss angehen, liebe Freund. Nein, ich bleibe jetzt seriös. Ich fange jetzt nicht mit dem nächsten Lachflash an. Da werdet ihr noch, oder habt ihr vielleicht schon einen ganz furchtbaren Minecraft-Let's Play-Part von mir gesehen? Oh Gott, Alter, habe ich mich da bepisst. Ich weiß gar nicht warum. Es gibt da so eine Challenge, die wahrscheinlich dieses Wochenende oder demnächst anfangen wird, gehabt. Und zwar nennt sich das Ganze Sparks Challenge. Das kommt von natürlich Spark of Phoenix und es ist letztlich ein zielorientiertes Durchspielen von Minecraft auf Zeit. Ich werde da mitmachen. Ich habe zwar den Anfang dann verschlafen, weil dieses Video kommt an einem Sonntag und ich kann da nicht aufnehmen und so weiter, aber ich werde das aufholen und bei dieser Challenge mitmachen, wo es darum geht, wer wohl irgendwie am schnellsten einige Ziele in Minecraft macht. Ich finde das total geil, die Idee, und weil das ja kein YouTuber-Projekt ist, sage ich mal, sondern für jeden könnt auch ihr da mitmachen. Das Prinzip ist relativ einfach, man spielt auf Zeit dabei mit und kann das dann hochladen oder wenn man keine Videos macht, eben nicht hochladen. Aber das genauer, wie das alles funktioniert, guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung, da verlinke ich euch Sparks Video, der hat das nämlich wesentlich besser erklärt, als ich hier in diesem kleinen ungeschnittenen Format machen kann. Da werde ich auf jeden Fall auch mitmachen und ich bin mal gespannt, wie lange ich tatsächlich brauche, um am Schluss das letzte Ziel, das Enderdrachenei, zu besitzen. So viel dazu. Vielleicht merkt ihr schon, wenn ich mir jetzt auch das gerade hier angucke, so mit allem und Mini-Tutorials und so, es ist mal wieder so weit, dass ich mich ein bisschen mehr professionalisieren will. Mein Designer, von dem übrigens auch der geile Hintergrund hier kommt, arbeitet auch schon an sowas, das haben ganz, ganz viele YouTuber, aber ich nicht. Ihr dürft dreimal raten, was das ist, ich sag's jetzt hier mal nicht. Und das gehört auch dazu und es wird auch eine neue Website dann noch geben, Ende diesen Jahres, Anfang nächstes Jahr, hoffe ich jedenfalls. Und so weiter. Ich möchte einfach mit den Let's Plays und mit allem, was ich auf diesem Kanal mache, nochmal eine Stufe nach oben. Ich gebe mir ja schon immer alle Mühe. Mein Headset kackt hin und wieder mal ab. Das war übrigens die falsche Buffer-Einstellung, die ich inzwischen mal endlich herausgefunden habe. Und das sollte endgültig jetzt behoben worden sein, obwohl endgültig ist ein sehr dehnbarer Begriff. Und ich sage einfach mal, es wird besser. Und ja, aber im Allgemeinen mit der Videoqualität und auch mit der Videoaufmachung und allem möchte ich halt immer weiter und weiter, weil das ist letztlich das Einzige, was mich auf YouTube noch wirklich interessiert, weil ganz im Ernst, also momentan neue Abonnenten dazu bekommen, nach dem Push vom Megaprojekt, wo halt extrem abgegangen ist, ist das momentan eher so
naja, müsste ich wohl bei Hero dabei sein, um weiter zu wachsen. Und deswegen Professionalität, das ist das Einzige, was mir bleibt, wenn ich irgendwann mal mit YouTube aufhöre. Und das ist auch das, was mir momentan auch wirklich in anderen Lebensbereichen erheblich weiterhilft. Und deswegen möchte ich da noch mehr lernen, noch mehr machen, noch mehr können, mich noch weiter fortbilden und am Schluss natürlich euch auch professionellere Videos liefern. Minecraft Mini Tutorials ist der erste Versuch, ja, einer neuen Aufmachung, sage ich mal. Aber keine Angst, nur weil ich jetzt sage professioneller, ich bleib derselbe, nur neuerdings mit kurzen Haaren. Und V-Ausschnitt, das geht gar nicht. Aber das sieht eigentlich doch okay aus. Es ist schwer, wenn man sich die ganze Zeit im Spiegel setzt. Weißt du, man muss es sich mal geben. Ich meine, viele von euch werden keine YouTuber sein oder so eine Spiegelreflex haben, wo man hier die fette Linse reinguckt. Man muss sich das geben. Ich sitze hier, sehe hier mein externes Mikrofon oben drüber. Da sehe ich meinen Bildschirm, wo ich mich selber gerade angucken kann. Und hier die Linse. Und ich rede mit mir selber. Und trotzdem weiß ich, dass Tausende das hier nachher sehen werden. Das ist ein Paradoxon ohne Ende. Aber es macht Spaß. Also ich könnte das öfters machen, so kleine Vlogs. Vor allem die ungeschnittenen. Da habe ich nämlich nicht so viel Arbeit. Nächstes Thema. Oh, das ist ein schönes Thema. Musikkanal. Ich muss anders anfangen. Erstmal fettes Merci an euch. Wir haben nämlich dieses beschissene Zweitvoting auch noch gewonnen. Da haben wir schön eingeräumt. So, weißt du, erstes Voting mit erheblichem Abstand gewonnen. Ja, und dann, oh, ungültig. Zweites Voting, oh, nochmal gewonnen. Hat echt Spaß gemacht, vor allem, weil wir als Band ja nicht so bekannt waren, aber wir als Community hier auf YouTube haben einfach mal das beschissene Voting gerissen. Richtig, richtig cool. Und deswegen möchte ich euch auch alle einladen, nächstes Wochenende am Samstag Rock Without Limits, oder neuerdings heißt das Music Without Limits, die haben den Namen geändert, glaube ich. Ich hätte es Rock Without Limits gelassen, aber ja, lassen wir das neben dran. Music Without Limits in Stuttgart in der Karl-Benz-Arena spielt das Ganze und wir spielen auf der Alternate Stage, also auf der Hard-Rock-Stage und Metal-Stage von... Glaube ich, 14 Uhr bis 14.45 Uhr oder sowas. Und das ist eine riesen Chance, weil das ist eines der größten Konzerte, die wir bis jetzt dann geben werden. Wird auch richtig geil. Ich habe jetzt auch noch eine Kita, das heißt, ich bin dann da auch noch frei und so weiter. Und ich habe ja gesagt, dass ich als Dankeschön meinen Musikkanal veröffentlichen werde, auf dem in letzter Zeit nicht allzu viel kam, weil ich keine Videos gemacht habe, sondern Videos vorproduziert für die Zeit, ab jetzt demnächst. Denn ich habe jetzt schon das Lied fertig, mit dem ich den veröffentlichen will. Habe noch so ein paar kleine andere Sachen geplant. Habe auch gleich noch ein Fotoshooting für die Dinger, fürs Profilbild und so weiter. Das heißt, das Profilbild wird hier nach noch entstehen. Das kann ich euch jetzt schon mal so ein bisschen aus dem Hintergrund, so behind the scenes, behind the skate. Das klingt irgendwie gay, oder? Behind the skate. So ein bisschen erzählen. Musikkanal wird kommen. Ich habe da auch noch zwei Videos auf diesem Kanal hier geplant. Ja, den gibt's schon seit über einem Jahr inzwischen. Nicht allzu viele Videos, aber ich habe da auch schon in den Let's Plays öfters mal was zu erzählt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. Also ich finde es total geil, den dann irgendwann mal wirklich öffentlich zu machen. Mal sehen, ob ihr für Metal schon bereit seid, was? Obwohl, so Deathcore mache ich da jetzt auch nicht, sondern das ist alles noch relativ melodiös. Manche von euch haben den Kanal ja auch schon gefunden und die Chance besteht weiterhin, auch wenn ich es momentan relativ schwierig mache, weil ich alle Videos auf privat gestellt habe, damit man mich nicht findet, bevor ich den Kanal veröffentliche. Tja, manchmal sind Katzen böser als man denkt, möchte ich mal so an dieser Stelle sagen. Nächstes Thema. Oh, ich bin ja schon am Ende. Ach, das ist ja schön. 13 Minuten, das ist eine schöne Zeit. Das sind noch nur 20 GB, die ich nachher hochladen muss. In dieser guten Qualität, die ich meine Kamera liefert. Das ist ja schön. Auch nur 4 Stunden Renderdauer, wenn ich dann die Dinger, die Farbnachbearbeitung drauflege, damit die Ausleuchtung, die beschissene, nicht ganz so rauskommt. Ja, toll. Ja, super. Da kann man mit arbeiten, oder? Also würde ich sagen, zum Fazit hin, im Dezember wird auch nochmal ein neues Projekt kommen, also so wieder so eine Art Adventskalender, sagen wir mal. Letztes Jahr habe ich ja Skyblock gemacht, dieses Jahr wird es was Epischeres, finde ich, geben. Nächstes Jahr wird es dann auch nochmal neue, also ich bin momentan wieder ein bisschen dran, neue Projekte zu machen und so weiter, weil ich möchte mal wieder was anderes machen. Ich finde das so ein bisschen traurig, ich habe mich so ein bisschen festgefahren.
So ein Megaprojekt seit vielen, vielen Monaten, Minecraft Let's Play seit über einem Jahr, Tropic Jump habe ich jetzt gekillt, weil ich mich da eben festgefahren habe, San Andreas läuft demnächst aus, weil ganz im Ernst, so viele Parts gibt es nicht mehr, weil ich da schon relativ am Ende bin. Und so ein bisschen neuer Wind kann ich starten, zusammen mit der Professionalisierung, würde ich sagen, ja, das ist ein schönes Ende. Minecraft Mini Tutorial, Megaprojekt, Sparks Challenge, Professionalisierung, Musikkanal und die epische Dezember-Aktion. Das steht genauso auf meinem Papier. Ich würde sagen, ich habe alles geschafft. Sage Dankeschön fürs Zusehen und guck jetzt, warum meine Kamera die letzten 2 Minuten so komisch getutet hat. Ich hoffe, dass alles richtig ist, weil ich will das ja nicht nochmal aufnehmen. Ich sage bis zum nächsten Mini-Vlog. Vielleicht auch auf anderen Kanälen. Und ja, man sieht sich im nächsten Let's Play. Moment mal, das ist dann Montag. Ich habe keine Ahnung, was ich da hochladen werde. Mein Uploadplan ist ja, seitdem ich San Andreas auf die Woche umgelegt habe und Tropic Jump getötet, ja, längst Geschichte. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Euer Feedback, schreibt mir irgendwas Schönes in die Kommentare, wenn ihr wollt. Gerne auch Sachen zum Minecraft Mini Tutorial oder zu den ganzen Themen, die ich hier angesprochen habe. Und wir sehen uns morgen das nächste Mal. Bis dahin, tschüss. Geil, dass es auch noch die Bildschirme im Hintergrund rechtzeitig ausgehen. Das ist mein Timing-Computer. Auf sowas stehe ich. Ciao.